Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zur, boah, ich kann es mittlerweile gar nicht mehr zeigen, 37. Folge der Papa-Karriere mit WDF 7 und eurem Broski. Was geht ab? Ja, Freunde, trotz Team of the Year wird das Ding hier natürlich durchgezogen. Freue mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine cremige neue Folge. Heute wird es wieder Transfers en masse geben, denn ihr seht es schon, es ist der 14. August, das heißt Saison Nummer 5 und wir machen die Sommertransfers heute fertig. Hab wieder sehr viele Kommentare von euch bekommen, sehr viele Vorschläge. Kuss, Dankeschön auf jeden Fall, geil, dass ihr die Serie immer noch supportet. Ihr wisst, wie es läuft, gerne wieder ein Like und einen Kommentar da lassen für den Algorithmus. Wäre wichtig und richtig, nehmt euch die 2 Sekunden Zeit, lasst ein Like da und für die Ultimate Team Interessierten, heute 17 Uhr. Ihr seht schon im Hintergrund, Team of the Year geht los, let's go! Kommt ran, Freunde, Team of the Year, ich hab Bock, schaltet ein. Sonst gibt's Ärger. Ja, Freunde, also wir gucken einmal ganz kurz, wie das Team aktuell aussieht. Thuram, Hadji, Dennis Mann vorne drin, Carbone auf der 10. Neuzugang Lacroix ist am Start, Neuzugang Saez ist am Start. Ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht. Ich glaube, ich bleibe bei Saez, bin ich ganz ehrlich. Kein Bock da irgendwie zu versuchen, noch Saez oder so auszusprechen. Wir warten noch auf das ein oder andere Angebot, vielleicht einen Spieler zu verkaufen. Und dann wollen wir uns auf jeden Fall noch einen neuen Zentrumspieler holen. Da habt ihr auch viele Kommentare geschrieben. Wir kriegen erstmal ein Angebot für Ina. Das werde ich aber ablehnen. Ich möchte ihn eigentlich nicht verkaufen. Bin eigentlich soweit zufrieden mit dem. Ich meine, wir haben immer noch 50 Millionen Euro Transferbudget. Und ja, mal gucken. Also, ein Achter soll es auf jeden Fall werden. Also, was auf jeden Fall eure Favorites sind. Einerseits würdet ihr Catherine Thuram auf jeden Fall sehr geil finden. Andererseits wäre natürlich auch ein offensiverer Spieler. Holy shit, 50 Millionen. Dario Djukic. Tschüss. Uff. Okay, weil einige meinten, ich soll mir auch einen Spieler mit richtig geilen Longshot-Stats holen. Na, gucken wir uns mal an. Weil so als Vasquez-Pjanic-Ersatz, Ricci ist ja bei uns eher der Defensivere, wäre natürlich geil. Wir haben Conte ausgeliehen, das ist unser Stürmertalent. Der geht jetzt für 2 Jahre zu ESTAC Troyes. Perfekt, den Verein, der ist mir auf jeden Fall ein Begriff, ja, kenne ich ihn und auswendig. Und da kriegen wir den Scout-Abschlussbericht für Dario Djukic. 81er Rating. Wird wahrscheinlich Rakitic oder Modric Region sein, gehe ich mal von aus. Weitschüsse 72. Na, kann man alles noch antrainieren. Das sieht auf jeden Fall krass aus. Und Interesse an Kötschu. Frankfurt bietet 51 Millionen. Ihr habt gesagt, ich soll mir den Bruder auch mal angucken. By the way, der Kollege ist immer noch freier Spieler. Wild. Frankfurt hat ihn für 51 Millionen geschossen. Ohne Scheiß. Wenn wir jetzt hier auch so 50 Millionen zahlen, ich glaube, dann werde ich ihn holen, weil der ist 24 Jahre jung. 50 Millionen wäre, finde ich, ein saustarker Deal für den. Ich gehe mal mit 45 Millionen rein. Vielleicht können wir den ja sogar unter Marktwert schießen. Castelli und 44 Millionen. Habt den Rad ab? Alter, Frankfurt zahlt nur 50. Wir könnten es mit Alfonso Rodriguez verrechnen. Sage ich euch ehrlich, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wie sieht's denn aus mit Alfonso Rodriguez und 20 Millionen? Darüber können wir uns mal unterhalten. Okay, die sind an Alfonso Rodriguez interessiert, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass der Preis höher sein wird für einen italienischen Konkurrenten. Ich meine, Torino hat jetzt in der Liga deutlich schlechter abgeschlossen als wir, aber es ist natürlich ein ligeninterner Transfer, als wenn er zu Frankfurt geht. Aber ohne Scheiß, 50 Millionen und Alfonso Rodriguez finde ich ein bisschen viel. Ja, nee, ohne Scheiß, Alter. Lass uns das mit Ablöse machen. Das finde ich ein bisschen lost. Also ich könnte mal schauen, ob wir noch irgendeinen anderen Spieler haben, den ich hier reinbieten könnte. Aber ehrlicherweise, ohne Spaß, dann, das wäre mir jetzt zu schade, hier irgendwie einen zu verscherbeln. Ich könnte es mit Gabriel De Luca nochmal versuchen. Der hat jetzt halt irgendwie einen von denen. Die haben jetzt alle nicht so zu, ohne Scheiß. Also ich versuche es jetzt nochmal mit so, ja, 50 Millionen ohne Rodriguez. Aber ich habe hier gar keinen Bock, 30 Millionen mehr als Frankfurt zu zahlen. Okay, die müssen nachdenken. Sollen sie tun. Vielleicht wird Frankfurt in der Zeit den Deal abschließen. Aber das ist echt mies teuer. Okay, 79 Millionen für Kökçü. Wenn Frankfurt 50 Millionen. 50 Millionen zahlen die für den. Junge, was geht denn ab bei denen? Das ist viel zu viel, Alter, sag ich euch ehrlich. 50 Millionen und ein paar zerquetschte, mehr zahle ich hier nicht. 50 Millionen, 55, mehr kann ich nicht zahlen. Ich hab nicht mehr. Ich zahle die ganze Zeit 55,865. Ja, dann haut da rein. Nichts geworden mit Turin. Dann viel Spaß in FFM. Es tut sich was auf der Abgangsseite. Wir kriegen erstmal einen Scouting-Abschlussbericht für Pacheco. Wir schauen ja noch nach einem Keeper-Backup. Wir kriegen ein Leihangebot für Alfonso Rodriguez. Ich halte es mir erstmal offen. Villarreal wäre eigentlich nice. Das Ding ist, wenn ich ihn jetzt doch zu Geld machen könnte, wäre es natürlich big, um den Kader zu verstärken.
Deshalb bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Deshalb warte ich erst nur noch ein bisschen. Weil wir haben ja hier schon eine Armada an Leihspielern. Deshalb erstmal schauen, was wir hier tun. Rovella würde ich halt auch mies geil finden. Das Problem ist bei ihm, wir können halt kein Angebot machen, weil es ein Rivalenverein ist. Das tut ein bisschen weh. Tja, dann bleibt eigentlich fast nur noch Thüram. Der wäre dann natürlich ein bisschen defensiver, der Bruder. Aber wir können auch Ricci nach vorne ziehen. Also so schlimm finde ich das nicht. Oder wir gehen halt all in den Djukic, ne? Ich probiere mal Djukic. Ohne Scheiß. Wenn ich jetzt für den eine gute Summe hinbekommen, also verhandelt, dann wäre der vielleicht auch eine Option. 45 Millionen. Vielleicht lassen die sich ja komplett über den Tisch ziehen. 70 Millionen und Weiterverkaufsgebühr. Also ich würde für den auch richtig tief in die Tasche greifen, weil er ist ein absolutes Top-Talent und es steht irgendwie so ein bisschen für Parma. Wir haben ja wirklich immer auch reihenweise hier Top-Talente geholt und sind auch ein kleiner Ausbildungsverein. Vielleicht können wir den ja mit Rodriguez verrechnen. Was haltet ihr denn von 40 Millionen und Rodriguez und Weiterverkaufsgebühr? Das sind kolokiert dann 66 Millionen an Wert. Ich sag ja nur, wir probieren es mal aus. Ja, okay, die wollen den Spieler gar nicht haben. F in den Chat. Dann probieren wir es mit 50 Millionen und der Weiterverkaufsgebühr. Aber auch die bleiben bei 70. Shit. Könnt ihr noch diesen Rafael Santos draufbieten? Vielleicht finden die ja den gut. Wie sieht's aus? Ah, Bedenkzeit. Schade. Also ihr merkt schon, ich glaube, ich werde Rodriguez Alfonso nicht verleihen, weil macht keinen Sinn. Ich brauche, wenn dann, die 25 Millionen Euro. Bin ich ehrlich zu euch. So, 58 Millionen. Euer Bruder, es tut weh. 70 Millionen und eine Weiterverkaufsgebühr. Weiß ja jetzt nicht, ob das vielleicht ein bisschen viel ist. Wahrscheinlich läuft es am Ende trotzdem auf Catherine Thuram raus, sage ich euch ehrlich. Wir kriegen nochmal ein Leihangebot für Greco. Das ja, von Inter Mailand. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Ah, Mann, okay. Naja, Djukic wird's nicht. 70 Millionen. Wir starten erstmal in die Liga rein. Gegen Spezia. Greco wird nicht von Anfang an spielen. Der hat auch mal 77, ist runtergegangen. Genauso wie Immobile. Das tut weh. Dafür ist Saez hochgegangen. Das ist geil. Also es gibt schon ein paar Upgrades hier. Ja, ohne Scheiß. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen zentralen Mittelfeldspieler, ne? Mit Greco. Und vielleicht Dejan Gelis kommt's nicht weit. Wir gehen mit der Mannschaft rein. Come on. Spezia. Jatta als Kapitän. Grüße geht raus an Habs, der nicht mehr von Anfang an spielt. Come on, das muss eigentlich ein Pflichtsieg sein. Als amtierender Meister 2:1. Castelli und Giannis Hagi treffen. Hagi trifft direkt wieder. Castelli kam ja von der Leihe zurück als Backup. Trifft auch. Let's go. Es ist, würde ich sagen, ein Arbeitssieg, oder? Kann man sagen. Oh, shit! Und Dennis Mann hat ein 90er Rating. Let's go, Freunde. Oh, big. Ja, auf die Djukic-Mail werde ich jetzt nicht mehr antworten. 70 Millionen und Weiterverkaufsgebühr. Wo lebt ihr? Mach mal lieber einen ein Angebot. Transfer, ja. Für den können wir aber machen. Real Madrid bietet unter Marktwert. Willst du mich verarschen oder was? Also sehr geehrtes Real Madrid. Es ist ja in Ordnung, dass ihr den haben wollt, ne? Aber ihr könnt schon mal wenigstens über Marktwert zahlen, sage ich euch ehrlich. Ja, 8 Millionen. Da können wir uns drauf einigen. Treffen uns in der Mitte, ist okay. Wollen die mir einen Spieler für 6,5 Millionen abluchsen? Carlo Ancelotti, was ist denn bei dir los? So, Alfonso Rodriguez, auch eine neue Verhandlungstaktik. Kommt auf die Transferliste. Ich muss den verkaufen, Alter. Ich brauche das Geld. Bin ehrlich zu euch. Ich bin jung und brauchte das Geld. Aber vielleicht können wir den dann auch eintauschen. Okay, Big. Wir kriegen Transferangebot. Das Problem ist, es ist für Almeida. Das ist einer unserer Jugendtalente, der nicht wirklich viel kostet. 2 Millionen nehmen wir an. Stillstand bei dem Transferangebot für Djukic. Da haben wir halt nicht nochmal nachverhandelt. Ich hoffe einfach noch auf ein, zwei dicke Angebote, dass wir noch ein bisschen Geld reinbekommen. Das wäre geil. Weil, folgendes Problem. Es ist der 29. August. Und, ja. Wir müssen nochmal. Die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Almeida wurde verkauft. 5 Nachrichten, das ist big. Okay, was passiert jetzt hier? Almeida verkauft, Dirk schon. Okay. Was? Ach, Hagi. Nein, seid ihr Leute, Bruder. Rede ich gar nicht mit euch. Verkauft doch keinen Hagi für 50 Millionen. Verpisst euch. Aina kriegt ein Angebot. 6 Millionen und Hummels. Mach keinen Scheiß, Alter. Weg mit euch. Warum kriege ich solche Scheißangebote am Deadline Day? Was soll das? So. 4 Rumänen. Das ist schon mal geil bei der Nationalmannschaft. Ribeiro für Brasilien, Carbone für Italien. Hagi für Rumänien, Mann für Rumänien. Thuram für Frankreich, Gosens Deutschland. Super. Wir haben unser zweites Saisonspiel auswärts bei Udine. Dennis Mann hat 90. Das ist wichtig und richtig. Habt ihr gerade gesehen. Greco hat wieder 77 und ist wieder fit. Kann von Anfang an spielen. Männer, zweites Spiel der Saison. Zweiter Sieg. Ich will was sehen. Let's go. Üff. Giro. Giro Immobile mit dem Doppelpack. Dennis Mann trifft. Immobile kommt rein und macht in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack. Viele von euch meinen so, oh, Immobile weiß ich nicht. Aber der Bruder hat Erfahrung und netzt direkt doppelt. Bruder, let's go, Alter. Giro, guter Transfer. Alter, diese Karriere ist einfach wild. Pedri,
geht zu Real Madrid für 200 Millionen. Oder alles klar, Anthony von 173 zu Barca. Ja, Brighton 130 Millionen geben sie aus. Alles gut, alles entspannt. Alles entspannt, was hier abgeht. Ja, ja, alles realistische Dinger. Easy game. Transferangebot vom SSC Neapel für Osorio. Okay, der ist seit Tag 1 dabei, den werde ich nicht abgeben. Es tut ein bisschen weh, Mann. Wir kriegen immer für die falschen Spielerangebote. Juventus Turin hat übrigens einfach mal für 344 Millionen Euro Spieler in dem Sommer abgegeben und nur für 80 Millionen gekauft. Okay, ganz wild. Haben anscheinend keinen Bock mehr, um eine Meisterschaft mitzuspielen. Spielt uns in die Karten, was uns nicht in die Karten spielt. Keine Angebote für Spieler für uns. Das wird wieder so ein richtiges Ding auf den letzten Metern. Transferangebot für Aina. Zum 100. Mal. Nein, lese mir gar nicht durch. Transferangebot für Felipe Ribeiro. Das ist halt, ja, ist halt lost, Digga. Bringt halt gar nichts, den zu verticken, werde ich auch nicht drauf antworten. Macht doch jetzt am Deadline-Day gar keinen Sinn, da irgendwie den gehen zu lassen. Der hat ja auch gerade erst seinen Vertrag verlängert. Das wird ja nicht mal auf so einem realistischen Aspekt Sinn machen. Er irgendwie letzte Woche seinen Vertrag verlängert. Ja, ich muss in den letzten 2 Stunden jetzt irgendwas machen. Wir haben 64 Millionen Euro Transferbudget. Ich werde ackern, Freunde. Wir haben folgendes Problem. Wir können Spieler nur mit einem Rating von maximal 85 holen. Alles darüber sagt, Bruder, ist Mickey Mouse Liga, wo du spielst. Und ist Mickey Mouse Verein, wo du spielst, ist uns zu klein. Also müssen wir uns in dem Rahmen irgendwo. Das ist einfach zu Betis gegangen, Digga. Ich hätte ihn so gern geholt. Das Ding ist, Freunde, ich habe eigentlich eine geile Idee. Und zwar, wir holen Kevin Thuram, der hat ein 82er Rating, kann sich noch entwickeln, ist 24 Jahre jung. Dann holen wir einen erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler. So dieses Profil Pjanic, Vasquez, da ist mir in den Sinn gekommen, entweder Jorginho zurück in die italienische Liga holen oder, was ich auch interessant finden würde, Toni Kroos von Real Madrid. Würde ich auch geil finden. Der ist mittlerweile 35 Jahre alt. Die haben beide noch richtig gutes Rating. Ja, und wir brauchen noch unseren Ersatzkeeper. Ich würde sagen, Fokus aber erstmal auf Kevin Thuram. Da gehe ich als erstes rein. Vielleicht kann man da ja OCG Nizza noch irgendwie einen, Spieler, ne? Ich versuche erstmal 30 Millionen. Come on, Rüdiger Rammel möchte die beiden Thuram-Brüder vereinen, aber Nizza ist fucking teuer, Junge. 48 Millionen. Ich war sogar mal in Real Life in Nizza letztes Jahr. Das ist eigentlich alles günstig da. Mach doch günstig. 48. Tschüss, Sikowski. Wie sieht's aus mit einer Weiterverkaufsgebühr? 15% und dann 34 Millionen auf den Punkt. Das ist der Marktwert. Das ist gerechtfertigt. Okay, haben die keinen Bock drauf? Ich brauche einen Ass im Ärmel. Ich brauche einen Spielertausch. Es tut mir mittlerweile ein bisschen leid. Aber ich biete mal wieder Alfonso Rodriguez an. Wie sieht's aus mit Rodriguez und 15 Millionen? Erzählt mal, wollt ihr den haben? Ist ein geiler Spieler. Bedenkzeit! Bruder, wir haben nur noch 2 Stunden. Da kommt das Fax nicht durch. All good, Fax ist durchgekommen. Wir kriegen ein Transferangebot für Samuele Ricci. 36 Millionen? Nein. Wir müssen nochmal nachverhandeln. Die wollen halt wirklich 48 Millionen für Thuram haben. Das ist... Oder das wird ein Sprint jetzt. Okay, ich muss mit meiner Ablöse ein bisschen höher gehen, weil die halt echt krass auf dieser Summe beharren. 37 Millionen Euro für Thuram. Oh, let's go. Big! Big, geil, die sind runtergegangen. Nice, das kann ich noch verhandeln. 37 Millionen und 5%, come on. 38,7. Scheiße, das darf jetzt hier nicht in die Brüche gehen. Wir machen 38 Millionen und dafür aber 7% Weiterverkaufsgebühr. Come on. 38, ja komm. 400.000 Euro, da verhandle ich nicht rum. Wir zahlen ein bisschen mehr als Marktwert, aber wir kriegen es noch hin. Let's go, wichtig. Jetzt nur noch die Verhandlung mit dem Spieler. Und da gehen wir auch rein. Aber ich sag euch ehrlich, Kevin Thuram, auch auf entspannen. Weil die Zeit drückt und die Zeit rennt, treffen wir uns im Café. Nicht irgendwie formell oder so machen. Der will einfach nur mit seinem Kollegen zusammenspielen. Mit seinem Bruder. Die sind Brüder. Er will bei mir spielen. Er hat so gute Sachen berichtet. Markus Remmer hat gesagt, komm Kevin, kleiner Bruder, komm ran. Guck, er will auch Rolle im Kader, nur Rotation. Sagt, ey, alles entspannt. Italienischer Meister seid ihr, ich komm gerne. 5-Jahres-Vertrag. Zack, zack, Freigabesumme machen wir auch nicht. Ja, die Frage ist, was ist mit Gehalt? 50k oder ist es zu wenig? Ja, let's go, nimmt er an. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich glaube, Spieler mit dem Rating haben bei uns eigentlich ein bisschen mehr Gehalt. Aber funktioniert, let's go. Deadline-Transfer, Deadline-Day-Transfer Nummer 1. Und da ist unser Neuzugang. Parma holt Kevin Thuram. Neuzugang am Deadline-Day, 38 Millionen, trägt bei uns die Trikotnummer 29. Let's go. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir haben 24 Millionen und es ist immer noch der Deadline-Day und ich würde ganz gerne noch einen Spieler fürs Zentrum holen. Also gehen wir nochmal rein. Ich sag euch ehrlich, Jorginho, wenn Barca den gehen lassen will, wäre richtig geil. Problem ist, Geld ist so gar nicht da. Spielertausch.
Was ist denn hier mit, was ist denn mit, Alfonso Rodriguez? Die sind beide ungefähr gleich viel wert. Oh fuck, das ist aber ein guter Deal. Alter, wir sind echt nah dran. Shit, das wäre richtig big. Guck mal, wie... Oha, ja, brauche halt noch ein bisschen Geld für die Vertragsverhandlung. 22 Millionen, 5% Weiterverkaufsgebühr. Da machen wir 10% raus und ihr kriegt noch einen Gammelspieler oben drauf. Ihr kriegt noch den Kollegen, der ist 4,9 Millionen wert. 28,7. Fuck. Komm schon, wir sind so nah dran. Ah, Xavi, Bruder. Sei doch nicht so einer. Ich habe halt nichts, was ich da drauf bieten kann. Das tut richtig weh. Ich könnte schweren Herzens Gabriel De Luca abgeben. Und dann 19 Millionen Euro. Was halten die davon? 28,7. Shit. 25% und 23 Millionen. Die nehmen es nicht an. Bitte. Ihr müsst noch ein ganz kleines bisschen runter. Ich habe nicht so viel Geld. Ich bitte euch, Barcelona. Ich habe nicht so viel Geld. Ey, ich mache mich hier so gerade für den Jorginho-Deal. Bedenkzeit. Mann, wir haben keine Zeit mehr. Es klappt nicht. Shit. Ja, ich glaube, Kroos, der ist halt noch mehr wert. Da brauchen wir gar nicht erst anfragen. Es tut ein bisschen weh. Tja, sonst, ich könnte mir nochmal überlegen, was es so für alte zentrale Mittelfeldspieler gibt, die man vielleicht noch holen kann. Ja, ich muss mal kurz ein bisschen in meinen Kopf gehen. Okay, ich habe vielleicht noch einen aus dem Ärmel gezaubert. Thiago von Atletico Madrid. Ist aber auch viel zu viel wert eigentlich. Ich probiere es mal mit einem günstigen Angebot. Hat einen 83er Rate. Das ist auch zu viel, leider. Ist halt noch teurer als Jorginho. F. Ne, ist das gleiche Ding wie mit Jorginho. Da müssen wir einen neuen Zentrumspieler vielleicht im Winter holen. Hat leider nicht gepasst. Das tut weh. Dann würde ich sagen, lasse ich den Kader so, wie er ist. Wir können uns überlegen, ob wir noch einen Ersatzkeeper mitnehmen. Und ich glaube, das sollten wir tun zur Not. Wenn da irgendwas passiert, mache ich das. Und ich werde versuchen, die Ultimate-Team-Legende Kevin Trapp zu verpflichten. Ihr wisst, Kevin Trapp und ich, wir sind beste Freunde. Geiler Keeper in Ultimate-Team. 3 Millionen Euro. Frankfurt will ein bisschen sehr viel für ihn haben. Okay. Aber ja, selbst 4 Millionen Euro geht für einen Backup-Keeper eigentlich klar. Wollen die jetzt unbedingt auf Kampf 4,5 haben? Verstehe ich nicht. Weiterverkaufsgebühr. Let's go. Auch mal kurz. So über den Tisch gezogen, Bruder. Weiterverkaufsgebühr für einen 35-Jährigen. Perfekt. So, und dann gehen wir rein. Kevin, du bist meine Ultimate-Team-Legende. Du warst richtig gut, Kappa. Aber du kannst mein zweiter Keeper werden. Rolle im Kader wichtig? Ja, wichtig für die Bank, wenn was passiert. Verstehst du? Vertragsdauer 2 Jahre. Ja, sollte aber eigentlich passen. Gehalt kann ich mir jetzt nicht so viel geben. 20.000, 23.000. Mit Einsatz und Eintritt. Ja, das ist okay, das nehmen wir an, Alter, ohne Spaß. Da machst du nichts mit falsch. Damit haben wir unseren zweiten Keeper. Kevin Trapp, komm zu Rüdiger Rammel. Wir sind wieder vereint. Und damit haben wir dann auch die Transferperiode abgeschlossen. Ihr seht, wir haben jetzt dieses Jahr einen sehr, sehr breiten Kader. Ist natürlich einerseits klasse, falls mal irgendwas passiert. Andererseits, ja, De Luca, Rodriguez, wir hätten schon noch 2, 3 Leute abgeben können. Matza, Thomas, Santos, die ganzen Spieler. Was willst du machen? Am Ende nie verkehrt, ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Thuram wird natürlich, ja, auf jeden Fall spielen. Müssen wir ZM anlernen, aber der wird dann neben Ricci den etwas defensiveren Part machen. Und damit sehe ich uns auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Ihr seht ja jetzt hier die Startformation. Jeder Spieler hat über 80, sieht big aus. Und dann können wir jetzt bis zum Winter nichts mehr ändern. Der Kader steht für die nächsten, ja, so knapp 6 Monate. Ihr könnt sehr gerne Vorschläge reinschreiben, bezüglich Ideen für Spieler, die wir dann im Winter holen. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Wir kriegen hier noch einen Scout-Abschlussbericht, aber ich glaube, ja, soweit sieht es eigentlich erstmal ganz gut aus. Ja, ich hatte noch ein paar Pläne. Ich wollte ja eigentlich überlegen, vielleicht auch Raina zu upgraden. Das Ding ist halt einfach, wir gehen mal hier wieder auf den Clubkader. Am Ende hat ein bisschen Geld gefehlt. Das tut ein bisschen weh. Ich hatte halt so geplant, dass wir vielleicht auch Alfonso Rodriguez vertickt bekommen für 30 Millionen plus. Vielleicht habe ich mir dann aber auch selbst ein bisschen ein Bein gestellt, dadurch, dass ich halt immer zu viel gefordert habe. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal rein, gibt eine Länderspielpause und wir haben ein Testspiel gegen Dänemark. Okay. Wir spielen mit Hagi, Popescu und wo ist Dennis Mann? Naja, auf der Bank, weil er letztens noch verletzt war. Kommt wieder rein hier. So, ich will was sehen, Männer. Gegen Kasper Dolberg und seine Kollegen. Dänemark? Perfekt, 0-0. Ja, schau mal einer an. Gutes wäre Ina Baldnam. Ist auf ein 82er Rating gegangen. Der Bruder ist gut in Form. In 77 Wochen geht er sogar noch auf 83 hoch. Also das muss ich auch sagen, ist nicht so schlimm gewesen, dass wir den behalten haben. By the way, krank, wie viele Nationalspieler wir haben. Junge, Junge. So, wir spielen nochmal gegen Dänemark. Wir testen aus irgendwelchen Gründen 2-mal gegen die. Na gut, wenn sonst nichts ist. Komm, dann lass ich mal Miraila von Anfang an spielen. Let's go. Was gibt's diesmal? Dennis Mann, Tor. 2-1. Coman trifft. Hadji trifft. Nehme ich auch. Oh, Auslosung. Champions League.
Gegen wen? Gegen wen? Mach. Hallo. Mach. Bin ich zu spät? Die Animation ist nicht mehr da. Gegen wen spielen wir in der Champions League? Losglück. Manchester United. PSC Young Boys. Wir spielen gegen Sandro. Stuttgart. Digga. Stuttgart spielt Champions League. Wild. Und Young Boys Bern mit Sandro Lauber und David Wagner. Kannst du keinem erzählen. Spielen wir gegen Grisch? Nein, er hat der Karriere beendet. Oh, Big Brush, stimmt. Er war mies geile Champions League Gruppe. So, aber als erstes zurück in den Liga-Alltag. Wir spielen zu Hause gegen die Roma. Die sind 17. Und wir könnten mit 3 Siegen in die Saison starten. Und da sehe ich uns eigentlich. Come on. Debüt von Catherine Thuram. Zeig her. Hast du was auf dem... Auf dem Kasten. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Und die haben Ansu Fati immer noch... Das ist so eine Frechheit. Die haben Ansu Fati mit 88 und der schimmelt da nur auf der Bank. Kann es keinem erzählen. Oh, let's go. Champions League Debüt für Rüdiger Rammel und dem AC Parma. Big. Gegen wir und wir spielen direkt gegen Manchester United. Alter. Und ich werde das Ding so selber spielen. Das Champions League Layout. Bin ehrlich, sieht noch geiler aus als das Conference League Layout. Ich hab so Bock, Freunde. Champions League Debüt. Come on. Und gleichzeitig auch unsere erste Pressekonferenz in der Königsklasse. Ja, guck mal. Da fühlt er sich wohl, der Rammel. Können ihre Spieler das UEFA Champions League Finale erreichen? Wir wissen, was wir tun müssen. Ja. Und dann gehen wir rein. Champions League Debüt für Rüdiger Rammel und den AC Parma in keinem geringeren Stadion als im Theater der Träume, im Old Trafford, Manchester United gegen den AC Parma. Was für ein Spiel, Freunde. Uff, so kann man mal reinstarten in die Champions League. Das ist wild. Luke Shaw kriegt ein Choreo. Da ist auch schon ein paar Jährchen da. Und Freunde, dann bin ich einfach nur ruhig. Wir hören uns zusammen die Hymne an. Oh mein Gott, was ein Feeling. Ich bin so stolz auf die Jungs, Freunde. Ich bin so stolz auf die Jungs. Wer hätte vor ungefähr einem Jahr in dieser Karriere gedacht, dass der AC Parma nächste Saison im Old Trafford in der Champions League als amtierender italienischer Meister spielen wird. Und dann kommen wir zu den Mannschaftsausstellungen. Manchester United schickt folgende Startelf auf den Rasen. Christopher Nkunku und Marcus Rashford nur auf der Bank. Jadon Sancho, Palacio auf den Außen. Bruno Fernandes auf der 10, Richarlison vorne drin. Freunde, ich sag's euch so, wie es ist. Das ist eine Weltauswahl. Und, gilt's heute erstmal zu schlagen. Auf der anderen Seite schickt Rüdiger Rammel folgende Parma-Aufstellung heute von Anfang an aufs Feld. Zwei Überraschungen. Robin Gosens und Catherine Thuram sitzen vorerst auf der Bank. Die haben in der Liga beide begonnen. Dafür in der Partie Greco und Thomas Ojan. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie. Let's go! Und das sind sie, unsere ersten Sekunden in der Champions League. Ich bin gehypt. Ich bin richtig gehypt. Oh, Palacio macht es direkt stark gegen Aina. Bruno Fernandes. Carbone macht sich breit. Oh, aber der Ball kommt zurück. Und United führt nach 6 Minuten. Und es ist Richarlison mit dem 0-1. Ja, da wurden wir überrumpelt. Okay, kein guter Start in die Champions League Saison, aber United hat die wirklich richtig schwungvoll losgelegt. Verdammt, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Das ist brillant gespielt, Carbone. Es sind 13 Minuten gespielt und United hat 3 riesengroße Chancen. Und da steht noch Ole an der Seitenlinie. Ja, weiß ich nicht. Scheiße. Come on, kommt der Möglichkeit. Carbone, komm schon. Gegenangriff starten. Come on. Ah, ich habe gar keine Anspielstation. Carbone. Sehr stark gelöst. Greco, komm schon. Hat den Kopf oben. Dennis Mann bringt den Ball nochmal auf Carbone. Der ist technisch stark, macht es gut. Da ist Giannis Hagi. Carbone. Gutes Dribbling von ihm. Oh, Jan. Jetzt mal eine Druckphase erzeugen. Greco auf Hagi. Giannis Hagi dreht sich! Und da ist das erste Tor für Rüdiger Rammel und den AC Parma in der Champions League. Giannis Hagi, überragender Spieler. 1-1. Und Parma zeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Was für ein Traumtor von Giannis Hagi. 16er Kante, kurz den Ball auf den starken Fuß gelegt. Und dann, der guckt nicht mal, wo das Tor steht. Der hat den Kopf nur unten, guckt nur auf den Ball.
Der weiß, wo das Tor steht. Guck dir das an. Eiskalt in den Winkel. 1-1. Wow, Dennis Mann. Das erste Mal, dass wir ihn heute sehen. Holt den Eckball raus. Starke Aktion von ihm. Der wird auch direkt den Eckball übernehmen und versucht den jetzt hier in die Mitte zu bringen. Dennis Mann, da ist Giannis Hadji. Kommt nicht hin. Greco. Oh, Kontermöglichkeit für United. Da müssen wir aufpassen. Carbone gegen den Ball, gegen Richarlison, aber die machen erstmal das Spiel langsam. Oh, gut. Boah, starke Bewegung von Carbone. Dennis Mann will ihn durchschieben auf Hadji. Aber wir kommen nicht durch, ey. United steht hinten richtig stark. Boah, was ein Fehler von Aina. Ribeiro, wir stehen aber defensiv auch stark. Und jetzt haben wir vielleicht mal eine Kontermöglichkeit mit Richie. Dennis Mann. Hadji. Kann Dennis Mann auf die Reise schicken? Dennis Mann mit dem schwachen Rechten. Boah, wow, was eine Riesenchance. Und jetzt gibt es einen Dreifachwechsel bei uns. Vorher abseits von Rashford. Dreifachwechsel beim AC Parma. Unter anderem Debüt für unsere Nummer 10, für Saez, 16-jähriges argentinisches Top-Talent. Ansonsten kommen noch Thuram und Castelli rein. Dennis Mann rückt in die Mitte, Hadji geht raus, Saez jetzt rechts, Castelli links. Ich bin auf sein Debüt gespannt. Boah, da kommt Carbone viel zu weit raus. Aber wir kriegen den Ball und können jetzt vielleicht nochmal kontern. Dennis Mann auf Saez und der ist schnell und macht das stark, aber kommt nicht durch. Oh, Aina kriegt den Ball nochmal. Geht er nochmal in Konter. Richie. Dennis Mann. Hat er noch Reserven? Na, entscheidet sich für den falschen Ball. Das wird's gewesen sein. 1-1 auswärts. Unentschieden im Old Trafford bei Manchester United. United ist der Gruppenfavorit. United war auch heute die bessere Mannschaft. Sieht man auch an den Statistiken. Aber unentschieden nehmen wir mit. Gutes Debüt in der Champions League. Kann man sich nicht beschweren. In der Liga stehen wir jetzt aktuell auf Rang 3. 3 Spiele, 6 Punkte. Wie sieht's aus in der Champions League? Wie haben die anderen Mannschaften gespielt? Da hat Stuttgart den ersten Dreier eingefangen. Ja, ja. David Wagner. 0-2 verloren. Ich sehe alles. Und dann würde ich sagen, bin ich raus für heute. Als nächstes geht's gegen Milan. Die nächste Folge wird wieder ein XXL-Ding, glaube ich. Ich versuche bis zur Winterpause durchzukommen. Ihr feiert ja auch diese langen Folgen, wo wir dann sehr, sehr viele Spiele machen, Freunde. Ich bin raus für heute. Smash den Like-Button, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.